Die Herrscher der Prärie. Juhu! Was für ein toller Wurf! Diesmal wirst du nicht gewinnen, Yakari, denn ich werde alle Tippis auf einmal treffen. Fertig? Was ist das denn? Ein Erdbeben? Sie lösen dieses Beben der Erde aus. Die Jäger reiten los, um Nahrung für den Stamm zu jagen. Eines Tages werde ich mit ihnen auf die Jagd gehen. Die Jagd war sehr erfolgreich. Wakonda hat uns die größte Büffelherde geschickt, die je durch unsere Steppe gezogen ist. Dank ihm werden wir nun viele Monde lang zu essen haben. Auch die Bisons verdienen unseren Dank, denn ohne sie würden wir die harten Winter niemals überstehen können. Ohne die Bisons gäbe es keine Sioux. Daher sind sie die eigentlichen Herrscher der Prärie. Stiller Fels hat gesprochen. Und nun wird die Jagd gefeiert. Die größte Bisonherde, die je unsere Steppe durchstreift hat. Das ist was für mich. Ich wette, so schnell kannst du gar nicht rennen, wie die dich zertrampeln würden. Hey, die Wette gilt. Yakari, da lang. Danke, Kleiner Donner, aber ich kann den Weg auch ganz alleine finden. Wird's gehen? Da lang. Sicher? Das Gras ist platt getrampelt, aber es ist noch ganz frisch. Sie waren vor kurzem hier. Seht mal, müder Krieger kehrt von der Jagd gestern heim. Ja, ja! Die Fährte der Bisons ist ganz frisch. Sie führt um den Felsen herum. Ich schaue von da oben. Vielleicht entdecke ich sie von dort. Warte auf mich. Ah, ihr blöden Mücken. Oh, oh. Oh. Sieh an, ein schmutziger kleiner Mensch. Was bist du denn für ein komisches Tier? Das ist ja getrockneter Schlamm. So schützen wir Bisons uns vor den vielen Mücken, die uns ständig stechen wollen. Ah, ich verstehe. Aber wieso versteckst du dich denn hier im Schlamm? Ich bin der Späher unserer Herde. Wenn die Feinde uns angreifen wollen, warne ich die anderen. Die Feinde? Etwa die Menschen? Also ich will dich sicher nicht jagen. Das weiß ich aber. Jetzt geht es nicht um die Menschen, es geht um die Wölfe. Wo ist deine Herde? Da. Wow! Die ist ja riesig. Meinst du, ich kann sie mir mal von Namen ansehen? Wenn wir die Sioux nicht mehr fürchten müssen, musst du auch die Bisons nicht fürchten. Nein, hör auf! Lass ihn! Dem bin ich gerade noch mal entkommen. Oh nein! Hoffentlich! Hierher, Yakari. Steig auf. Wirklich? Wenn ich das zu Hause erzähle. Warum war der gerade so böse auf mich? Seine Gefährtin ist seit eurer großen Jagd verschwunden. Sie erwartete ein Junges. Er glaubt, ihr habt sie getötet. Das kann nicht sein. Meine Brüder würden niemals ein trächtiges Weibchen erlegen. Dann hat sie sich zur Geburt vielleicht von der Herde zurückgezogen. Und sich dabei irgendwie verlaufen. Nicht auszudenken, denn das würde sie zu einer leichten Beute für die Wölfe machen. Nein, wir werden sie finden. Los, suchen wir ihre Fährte. Du solltest dich nicht sorgen. Wölfe greifen doch nur an, wenn sie so richtig hungrig sind. Yakari! Yakari, hey! Wo ist er? Er wollte doch nur Ausschau halten. Ein Wolf! Bleib dicht bei mir. Meine Hörner werden dich schützen. Zwecklos. Dein Junges ist noch viel zu schwach, um mir zu entkommen. Ja, los, hau ab, verschwinde. Ja, 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 los. Ein wehrloses Neugeborenes zu jagen, schämst du dich denn nicht? Danke. Die Wölfe müssen wirklich ausgehungert sein. Ja, so ist's gut. Stärke dich. Wir brauchen Kraft, um die Herde wieder zu finden. Hab vielen Dank. Ohne euch hätten wir das nie geschafft. Ich glaube, die Gefahr ist gebannt. Dann mal los. Steig nur auf meinen Rücken. Du wiegst ja kaum mehr als eine Feder. Das sieht Kleiner Donner aber anders. Die Wölfe! Der Angreifer hat sich schon Verstärkung geholt. Diesmal werden sie bestimmt zuschlagen. Sie kommen, gleich sind sie hier. Wenn sie kommen, dann werden sie Bekanntschaft mit meinen Hörnern machen. Aber es sind zu viele. Wir brauchen einen guten Plan. Großer Adler! Vergiss nicht, Yakari, nur die Menschen besitzen das Licht, das die Wölfe verjagen kann. Licht? Er meint Feuer. Danke, großer Adler. Reißt sie ein. Keine Angst, sie werden nicht angreifen. Die Angst vor dem Feuer ist zu groß. Na, was ist? Jetzt zieht ihr den Schwanz ein, hä? Haut bloß ab! Ja, weg, weg, weg mit euch! Mehr Holz! Wenn das Feuer ausgeht, werden sie sich auf uns stürzen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Will meine Hufe zu spüren bekommen. Vorsicht, hinter dir! Ja. Hast du gesehen, wie man sich als Bison verteidigt? Sei immer auf der Hut. Das war richtig knapp. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich habe deine Rauchzeichen gesehen. Als Speer bist du eine Niete. Aber deine Rauchzeichen sind wirklich gut. Na, immerhin. Du hast uns alle gerettet, Yakari. Dein Name wird für immer in unseren Herzen bleiben. Ja, und wegen vorhin entschuldige, dass ich dich angegriffen habe. Ich verstehe das. Aber ihr habt ja auch schon viel für uns getan. Ohne euch könnte mein Volk nicht überleben. Ihr seid die wahren Herrscher der Prärie.